So, dann wollen wir mal direkt starten. Ja, 11 Uhr, wir fangen an. Geplant ist das Ganze heute ungefähr 45 bis 50 Minuten. Wir freuen uns, dass wirklich sich sehr viele angemeldet haben und ja, freuen uns, Ihnen einfach mal ein etwas anderes Webinar heute präsentieren zu können. Vielleicht ganz einfach mal die Frage, warum haben wir uns für so einen Webcast entschieden? Normalerweise geht es ja bei Webinaren in der Regel darum, Neuigkeiten von den Herstellern zu erzählen, Produkte vorzustellen, über Features zu reden und immer natürlich mit dem Ziel, einfach Produktverkäufe anzukurbeln. Und wir haben uns einfach mal überlegt, dass wir heute mit unserem Gast, dem Jens Hübner von Stadt NRW, einfach mal einen etwas anderen Ansatz verfolgen möchten. Natürlich werden wir gleich auch mal kurz über Features reden, wir werden auch über Produkte reden, aber das soll einfach nicht im Vordergrund stehen. Etwas Organisatorisches noch. Sie sind alle stumm geschaltet während dieses Webinars. Sie haben natürlich trotzdem die Möglichkeit, Fragen zu stellen, Fragen einzureichen. Es gibt dazu zwei Möglichkeiten. Entweder nutzen Sie bitte die Konsole der GoToMeeting-Software. Dort können Fragen eingestellt werden. Es ist aber unter Umständen vielleicht noch einfacher, eine Mail an uns zu schreiben. Schreiben Sie einfach eine Mail an eagle@kis.com. Das werden wir dann natürlich zeitnah alles beantworten. Ja, bevor wir jetzt gleich mit unserem Gast starten wollen, bevor ich an den Sven und den Jens übergeben möchte, würde ich aber ganz gerne einfach noch mal ein bisschen was über ein paar Neuigkeiten aus dem Hause Eagle erzählen. Ich denke, es ist einfach wichtig, dass wir uns da noch mal auf den aktuellen Stand bringen. Wir haben seit knapp einem Jahr eine neue Betriebssystemversion aus dem Hause Eagle, wo sich einfach strategisch einiges geändert hat. Und was wir Ihnen natürlich auch nicht vorenthalten möchten, es gibt auch in diesem Jahr wieder einen Launch einer neuen Hardware, die ein ja, grandioses Preis-Leistungs-Verhältnis mit sich bringt. Von daher würde ich ganz gerne da kurz drauf eingehen. Und zwar reden wir aktuell in diesem Jahr über die Eagle-Version OS 11. Da springen wir gleich zu. Ganz kurz noch ein Wort zur Agenda. Agenda heißt bei uns heute eigentlich, dass wir keine Agenda haben. Und wir wollen das Ganze ein bisschen freier gestalten und wir haben die Hoffnung, dass das Ganze dadurch ein bisschen unterhaltsamer wird. Und ja, von daher legen wir jetzt einfach mal los. Wie gerade angekündigt, warum OS 11? Es ist ja so, dass im letzten Jahr eine neue Betriebssystemversion von Eagle auf den Markt gekommen ist, wo sich etwas geändert hat. Alle Kunden oder alle Teilnehmer heute, die vielleicht schon Eagle länger kennen, die Eagle einsetzen, waren es in der Vergangenheit gewohnt, dass man einen Eagle als Bundle kaufte. Man kaufte einfach einen SIM-Client, da war ein Betriebssystem drauf. Man hatte natürlich diese 5 Jahre Garantie und das war's. Seit letztem Jahr hat sich dort etwas geändert und zwar ist Eagle den Weg gegangen, die Software von der Hardware zu lösen. Und das ist etwas ganz Entscheidendes. Denn wir wollen natürlich heutzutage, dadurch, dass wir viel mehr Möglichkeiten bei Zugriffsszenarien haben, wollen wir natürlich viel flexibler agieren am Endpunkt. Und deswegen ist Eagle diesen Schritt gegangen und hat mit der Einführung von OS 11 die Software von der Hardware gelöst. Das Ganze nennt man dann Lizenzportabilität und bringt eine ganze Menge Vorteile mit sich. Mit OS 11 ist es möglich, diese Lizenz eigenständig zu verwalten und verschiedenen Hardware-Ressourcen zuzuweisen. Da werden wir nachher noch mal ein bisschen drauf eingehen, was das als Use Case bedeuten kann. Wichtig ist auch, und das müssen Sie sich bitte unbedingt merken, dass alles, was an Neuentwicklungen kommen wird, das heißt, ob wir jetzt darüber reden, die neuen Workspace-Apps von Citrix zu unterstützen, ob wir über Windows Virtual Desktop reden, ob wir unter einem Horizon-Client reden, ob wir über ein inkludiertes MMCP reden, das ist ein Multimedia-Codec-Pack, was uns einfach nochmal ganz andere Performance-Möglichkeiten liefert auf dem Endgerät. Das alles ist Bestandteil der neuen Workspace Edition unter OS 11 von Eagle. Das Ganze wird verwaltet über ein Lizenzportal und was vielleicht auch in den letzten Wochen, Monaten nochmal ganz entscheidend geworden ist, es wird sehr stark entwickelt Richtung Einsatz von Videokonferenzen. Denn ich glaube, wir haben alle noch den 16.3. ziemlich gut im Kopf, wo auf einmal abertausende Menschen von zu Hause arbeiten mussten. Hier ist es ganz entscheidend gewesen und hier ist es eine große Hilfe gewesen, dass eben Eagle diese Lizenzportabilität eingeführt hat. Und da werden wir sicherlich noch mal drauf eingehen. Was natürlich mit OS 11 mitkommt, ist ein Renewal-Prozess. Das heißt, wir haben seit OS 11 auch eine Maintenance bei Eagle. Und das Ganze muss natürlich alle Jahre renewed werden, aber da steht eben unser Vertrieb mit Rat und Tat zur Seite.
Hier nochmal als Bild das Ganze ein bisschen aufgesplittet, damit dieses Modulare ein bisschen zur Geltung kommt. Das ist so, dieses Eagle-Betriebssystem heißt jetzt Workspace Edition. Das ist etwas, was auf jedem Eagle drauf sein sollte. Das Ganze wird mit der UMS verwaltet. Die ist natürlich Bestandteil der Workspace Edition Lizenz. Wenn wir darüber hinaus noch Funktionalitäten brauchen, können wir bestimmte Themen hinzulizenzieren, über das Enterprise Management Pack reden, da fällt das Stichwort Cloud Gateway und das kann dann einfach hinzulizenziert werden. Das Ganze ist ziemlich einfach gehalten und da natürlich können wir im Vertrieb sie dementsprechend beraten. Ja, so viel nochmal zum Thema Software, damit wir alle jetzt nochmal auf einem Stand sind. Und ich würde ganz gerne nochmal auf einen Hardware-Launch eingehen, denn das ist relativ wichtig. Und zwar reden wir über den UD3 in einer neuen Hardware-Version, der in Sachen Performance immens gesteigert worden ist. Das UD3-Gerät ist quasi das Brot- und Buttergerät von Eagle, das meistverkaufteste Gerät, denn das ist in der Regel das, was den Ansprüchen eines Standard-Office-Arbeitsplatzes absolut ausreichend ist. Und hier ist nochmal sehr viel getan worden in Sachen Performance, in Sachen Multimedia-Unterstützung über, sei es 4K, sei es Unified Communication. Das ist ein ganz wichtiger strategischer Punkt. Und ich denke, wir werden alle in Zukunft viel Spaß haben an dem UD3. Verfügbar im Prinzip jetzt in den nächsten Wochen. Angebote können schon eingeholt werden. Ja, ich würde an dieser Stelle nochmal ganz gerne auf den Titel des Webinars zurückkommen. Wir haben das Ganze ja Sexy Desktop genannt oder Was machen wir anders? Und das ist natürlich nicht einfach ganz willkürlich gewählt, sondern wir wollen heute mal die Gelegenheit nutzen, mit einem unserer Legal Consultants und einem Kunden mal einen Blick hinter die Kulissen zu werfen. Von daher würde ich ganz gerne einfach mal übergeben an dich, Sven. Und von daher fang doch einfach mal an, schildere mal, wie wir in solchen Projekten vorgehen und was wir einfach anders machen. Ich würde mich ab jetzt dann einfach mal stumm schalten. Ja, danke lieber Markus für die Einleitung und die Infos. Ja, ich heiße Sven Berg und bin seit nunmehr 10 Jahren als Senior Berater für die KIS unterwegs. Ja, viele von Ihnen kennen mich wahrscheinlich schon als Coach und Querdenker, der ja gerne Menschen für neue Ideen begeistert. Ja, zudem liegt mir natürlich die Schnittstelle Mensch-Maschine im Unternehmensumfeld sehr am Herzen. Und ja, wenn man ganz ehrlich ist, dann ist es natürlich oftmals so, dass die End-User-Devices, zu denen natürlich auch die SIM-Clients gehören, eher nicht so sexy sind, was wir allerdings in zahlreichen erfolgreichen Projekten geändert haben. Ja, und wie so etwas in der Praxis aussieht, das kann uns vielleicht am besten unser heutiger Gast erklären, der so etwas mit uns in die Tat umgesetzt hat. Vielleicht magst du dich einmal ganz kurz vorstellen, Jens. Ja, Sven, sehr gern. Auch von mir ein herzliches Willkommen. Mein Name ist Jens Hübner. Ich bin seit mittlerweile 20 Jahren Systemadministrator und seit kurzem IT-Leiter bei der Staat NRW GmbH, einem Personaldienstleister in NRW. Ja. Ja, beschreib doch einmal als Einstieg vielleicht, um mal alle irgendwie ins Boot zu holen, eure damalige Ausgangssituation. Ja, wir hatten damals eine schon recht veraltete Citrix-Umgebung auf der Basis von Server 2008 R2 an knapp 30 Standorten mit einer Zentrale in Duisburg. Die Umgebung war zwar funktional, aber eher eine langsame Umgebung. Und es war die Zeit gekommen, das ganze Thema mal aufzunehmen und das zu erneuern. Ja. Wie war das damals mit dem Admin-Aufwand, als ihr diese Umgebung betrieben habt? Ja, oje. Das war mit ordentlich Stunden verbunden, die wir dort investiert haben. Das stand eigentlich in keinem Verhältnis mehr. Der Aufwand, der ist so groß geworden, weil wir auch 16 eigenständige Worker hatten, damals sogar noch echte Hardware, die alle auch einzeln dann mit Updates und Anpassungen versorgt werden mussten. Und das Hauptproblem dabei war dann auch, dass bei 16 Installationen leider nicht immer das gleiche Ergebnis rauskam. Ja, da hat man dann schon mal die Situation gehabt, dass der eine Worker doch ein bisschen anders war als der andere, obwohl man eigentlich meinte, man hätte alles gleich gemacht, nicht wahr? Genau. Wie haben wir dann gestartet und was haben wir zusammen ausgearbeitet? Tja, was haben wir gemacht?
Normalerweise haben wir erstmal bei solchen Projekten die Mitarbeiter geschult und der Mitarbeiter war dann eben auch Projektverantwortlicher. Aber für die Citrix-Umstellung haben wir sehr schnell gemerkt, dass wir da Unterstützung brauchen und haben uns dann für die KIS entschieden. Wir sind dann auch recht schnell zu der Entscheidung gekommen, einen kompletten Neuaufbau unter Server 2012 R2 vorzunehmen mit aktuellem Citrix-Release und ja, vor allen Dingen dann den Einsatz auch von Provisioning-Service zu nutzen. Als wir die Umgebung ja damals fertig gebaut haben, da ging es ja irgendwann natürlich auch nach dem Aufbau um erste Test-Rollouts von den Clients, ne? Wie sahen denn damals die Clients aus bei euch? Ja, das war eine bunte Mischung aus unterschiedlichen HP-SYN-Clients, damals zum Teil noch mit Windows XP embedded, Windows 7 embedded, wo der Bootvorgang teils ewig dauerte, so nach dem Motto, ich schalte ihn jetzt mal ein, gehe mir erstmal einen Kaffee holen. Mit anschließendem Anmeldeprozess dann vom User brauchten die insgesamt zu lange, bis sie in ihrem Desktop waren. Das lag bei 2 Minuten und mehr teilweise. Wir hatten ja dann einen Wechsel auf so ein HP Linux OS, glaube ich, hatten wir irgendwie vorgeschlagen, ne, statt diesem Windows Embedded zu nehmen. Hatte das damals irgendwas gebracht? Ja, das war auf jeden Fall schon die richtige Entscheidung. Die Geräte starteten dann erheblich schneller und die User waren somit dann eben auch schneller im Desktop drin. Also das hat schon einiges gebracht. Ja, also schon ein deutlicher Schritt, ne? Alleine das Windows hier vom Endgerät zu ersetzen gegen Linux OS, ne? Das ist ja schon cool. Erinnerst du dich damals noch, wo wir den Rollout gestartet hatten, also in welcher Abteilung wir tatsächlich erste Rollouts gemacht haben? Ja, absolut. Weiß ich noch sehr genau. Das war nämlich bei uns in der IT-Abteilung selbst. Da waren mir nur noch nicht bewusst, warum. Du hast mich ja darauf aufmerksam gemacht, dass eben auch die IT selbst mit denselben Bedingungen wie der User arbeiten sollte. Und das hat mich ja erstmal total verdutzt, weil das hat mich auch noch eine Weile beschäftigt, denn ich musste mich ja irgendwie von meinem ja, liebgewonnenen und voll ausgestatteten Fat-Client irgendwie verabschieden, wo ich auch meine persönlichen Anpassungen hatte. Aber es gab diverse Argumente von dir. Unter anderem hat mich dann auch eben eins dazu bewegt, ja, das zu verändern. Denn wie sollte ich denn sonst herausfinden, wie Citrix-Umgebung sich anfühlt oder wie sollte ich auf Fehler aufmerksam werden, wenn ich selber nicht in dieser Umgebung arbeite? Und ja, das hat dann eben dazu geführt, dass das ein Umdenken bei mir bewirkt hat. Das war mal ein komplett anderer Ansatz, den ich so gar nicht bisher praktiziert habe. Ja, in der Tat erlebe ich das natürlich sehr häufig in vielen Projekten, dass tatsächlich natürlich die IT-Abteilung ja schon eine neue Technologie entwirft und auch versucht in die Masse zu bringen, aber tatsächlich die IT irgendwie selber komplett außen vor lässt. Dabei ist das so wichtig, ne? Dass man selbst natürlich mit dem gleichen Werkzeug arbeitet wie der Rest des Unternehmens. Nur so erkennt man natürlich auch die Schwachstellen und vielleicht auch Fehler, die man dann natürlich auch viel schneller nachjustieren kann. Ja, ich erinnere mich auch noch an die verdutzten Gesichter damals am Anfang. Ja, wir sind ja danach recht schnell in den Rollout gegangen. Beeindruckend für mich war damals tatsächlich, wie wahnsinnig schnell und hochmotiviert dieser bei euch ablief. Was brachte denn eigentlich das Projekt bis zu diesem Tag, bis zu diesem Punkt vor euch als IT und natürlich auch für eure Anwender? Ja, also das war ein Riesenfortschritt. Also allein durch das Provisionieren hatten wir einen erheblich reduzierten Admin-Aufwand. Wir konnten schneller die Updates da reinballern, Applikationen auf den Workern eben dementsprechend konfigurieren. Wir konnten jetzt schon im Live-Betrieb Updates vorbereiten, die wir dann für den nächsten Arbeitstag produktiv geschaltet hatten. Also sowas
hatten wir vorher eben auch nicht. Wir konnten jetzt sogar hingehen und auch mal eine Version wieder zurückspringen, wenn wir gemerkt haben, da war irgendetwas nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben. Und ja, hinzu kam, dass das Ganze eben extrem reaktionsfreudig war und natürlich die Anwender schnell startende Endgeräte hatten, mit denen sie dann in ihren Desktop kamen. Ja, was ich natürlich auch mal klasse finde, durch diesen Einsatz von PVS kann man natürlich auch, ich sage mal, zu normalen Arbeitszeiten Anpassungen an der Umgebung vornehmen, ohne dass man jetzt natürlich da irgendwie ja, Überstunden machen muss, ne? Ja, hört sich erstmal cool an. War letztendlich damit das Projekt eigentlich damit beendet? Ja, vom Prinzip her schon, ne? Aber uns sind halt während des Projektes auch schon einige Punkte aufgefallen, die wir bewusst erstmal nach hinten geschoben haben, damit wir die dann eben im Nachgang nochmal angehen können, wie zum Beispiel noch die Verwaltbarkeit und Updates von den Clients. Weil wir wussten, da müssen wir irgendwann auch noch ran. Und ganz wichtig war ja eben auch, das hast du vorangetrieben, der User muss sich wohlfühlen und das ist eben ganz stark eben abhängig von der Optik und der Oberfläche und natürlich auch den Einstellmöglichkeiten für die Endanwender. Da sprichst du natürlich einen wichtigen Punkt an, Jens. Die Optik, also das Erscheinungsbild der Arbeitsoberfläche aus Endanwendersicht. Da erlebe ich natürlich immer wieder in den IT-Projekten, dass der Punkt auch irgendwie komplett, hier sehen wir es gerade, danke, dass dieser Punkt irgendwie komplett vernachlässigt wird in vielen Projekten. In meinen Augen ist das allerdings ein enorm wichtiger. Ich meine, wer will schon mit einem vergammelten Blumenstrauß geliefert bekommen, ne? Selbst wenn der halt sehr schnell geliefert wird, ja, der ist ja trotzdem noch vergammelt. Also da bringt mir jetzt letztendlich das Produkt auch nichts, was ich da bekommen habe. Und so ähnlich ist es natürlich auch mit so einem Desktop oder mit einem End-User-Device, was ich Endanwendern als Werkzeug ja an die Hand gebe. Wenn das natürlich aussieht wie IT von vor 20 Jahren, dann sage ich mir, okay, das ist wahrscheinlich dann auch eher der falsche Ansatz. Wir hatten ja, um genau den Punkt anzugehen, Tests durchgeführt mit der Eagle UMS und natürlich auch dem Eagle OS. Du warst ja anfangs ziemlich skeptisch, als ich mit dem Vorschlag kam, lass uns mal die Eagle-Welt anschauen und mal schauen, wie wir praktisch hier genau dieses Thema angehen können. Was hatte dich dann eigentlich überzeugt damals? Ja, richtig. Also ich war tatsächlich verwundert, weil wir jetzt eigentlich das Linux-System, was wir da gerade erst installiert hatten, jetzt wieder durch ein anderes quasi Linux-System tauschen sollten. Und mir war noch nicht so ganz klar, wo der Vorteil liegen sollte, weil ich bis dato eben Eagle nur als ja, Hardwarehersteller kannte von irgendwelchen Endgeräten. Und als ich dann aber die extrem einfache und ja, zentrale Administration gesehen habe von der UMS, die dahinter steckt, dann war ich schon voll überzeugt. Ja, und nicht zuletzt, weil du uns ja da diese sexy Oberfläche gezaubert hast, die, ja, die unsere Endanwender ja jetzt auch mögen, weil sich das Ganze wie zu Hause anfühlt, ne? Ja, und letzten Endes aber auch, weil wir keine neuen Endgeräte anschaffen mussten. Ja, das war ja ein Riesenargument. Wir hatten ja knapp 200 Thin-Clients von HP und davon konnten wir den Großteil einfach umrüsten. Die wurden einfach per USB-Stick auf Eagle OS konvertiert, kamen mit in das Management hinein und das war für uns ein enorm wichtiger Punkt. Ja. Beeindruckend finde ich ja überhaupt auch diesen ganzen Konvertierungsvorgang von dem Eagle OS, wenn ich jetzt halt irgendein Endgerät habe, irgendeine x86-Hardware, ne, 2 GB RAM, 2 GB Plattenplatz und schon kann ich da mein Eagle OS draufsemmeln. Und ich meine, nagel mich jetzt nicht fest, ich meine, 5 Minuten, ja, viel mehr braucht es nicht und schon hat man
ein vernünftiges End-User-Device, also fast egal, wie alt eigentlich die Hardware ist, das Blech ist, was man da vor sich hat. Das finde ich immer wieder beeindruckend. Und du sagst natürlich schon richtig, dass das ein ganz wichtiges Argument natürlich für Firmen ist, ja, tatsächlich die Nutzungsdauer von den angeschafften Geräten noch einige Jahre in die Zukunft zu legen. Das ist natürlich richtig cool, ja. Ja, und da sagst du gerade noch was anderes. Die Oberfläche der Endgeräte, das ist ja auch so ein Punkt, um noch näher an ein Windows 10 Look and Feel zu kommen, haben wir dann ja noch eine neue VDISK erstellt mit, ich meine, mit Server 2016 war das. Erinnerst du dich noch, wie lange ihr für die Migration der User von dieser älteren Windows 8.1, also Server 2012 Umgebung, zu so einer Windows 10 Look and Feel Server 2016 Umgebung gebraucht habt? Ja. Ja, das war natürlich so ein wachsender Prozess, ne? Wir haben gemerkt, 2012 R2 schön und gut, das Look and Feel war für die Benutzer ja, wie so ein Windows 8.1, ne? Mit dieser großen Kacheloberfläche. Da musste man dann irgendwann auch mal nachziehen, weil eben Windows 10 ja aktuell ist. Und das war gut vorbereitet und das war im Schnitt waren das so 2 bis 5 Minuten pro User. Ein Die haben wir angerufen, haben gesagt, wir stellen sie jetzt um. Der hat sich abgemeldet, der hat sich quasi wieder angemeldet. Das neue Profil wurde gezogen und das war nachher, war das ein Selbstläufer, ja. Die haben bei uns angerufen, weil die das beim Kollegen gesehen haben und wollten auch in die neue Umgebung, weil es einfach schöner und moderner aussah. Ja. Ja, weil es ein sexy Desktop war, ne? Ja, weil es ein Desktop war. Ja, cool. Also 2 bis 5 Minuten, das ist natürlich mal eine Hausnummer für eine Migration, undenkbar halt mit klassischer Softwareverteilung oder ähnlichen Technologien. Also sowas schafft man natürlich nur mit gehosteten Umgebungen. Das ist natürlich auch genau der Ansatz, den wir hier verfolgt haben. Das ist natürlich cool, dass ihr das auch so eins zu eins so cool in die Praxis umsetzen konntet. Ja, was freut dich denn am meisten an der neuen Umgebung? Ja, das fragt man am Ende immer, was hat man davon? Aber wenn ich das jetzt mal so betrachte, eigentlich glückliche Anwender, ja. Das Ticketaufkommen ist immens runtergegangen. Ich habe da die Umgebung betreffend fast gar nichts. Also, dass man irgendwie kommt, es hakelt, es ruckelt oder wie stelle ich das ein? Das ist alles klar, das sieht gut aus. Aber was momentan enorm wichtig ist, ist auch der Punkt, dass wir unsere Geschäftsfähigkeit aufrechterhalten konnten. Das hat uns überhaupt keine Probleme bereitet in den letzten Wochen und Monaten, unsere Mitarbeiter auch von heute auf morgen ja ins Homeoffice zu schicken, weil ja unsere gesamte Infrastruktur schon darauf ausgelegt war. Und ja, das ist jetzt eigentlich so unterm Strich das, was mich am meisten freut. Ja, cool. Ja, das klingt jetzt so ein bisschen so, als wenn ihr so am Ende angekommen seid. Oder geht die Reise da bei euch noch irgendwie weiter mit den Endgeräten? Ja, das geht schon noch weiter. Ich würde sagen, wir zünden gerade die nächste Raketenstufe. Ja, wir haben ja jetzt, ja, das fühlt sich echt so an, weil das kommt so bam, bam, bam hintereinander weg. Und es ergeben sich immer wieder neue Ideen, die sich ja auch einfach umsetzen lassen mit dem Werkzeug. Und ja, wir werden jetzt unsere ganzen mobilen Endgeräte, also sprich unsere Laptops, noch obendrein mit in das Management reinnehmen. Werden die konvertieren, sodass da auch überhaupt gar nichts mehr lokal drauf ist. Das Gerät ist nur noch ein Sprungbrett in unsere Umgebung und somit haben wir auch keine Angst mehr vor verloren gegangenen Daten, die da lokal irgendwo drauf schlummern. Ja, cool. Also letztendlich Sprungbrett finde ich eine richtig coole Umschreibung eigentlich, weil letztendlich geht es ja primär dem Anwender darum, dass er möglichst schnell in der Umgebung ist und möglichst schnell Zugriff auf Applikationen hat und Zugriff auf die Daten hat. Es ist vollkommen uninteressant, wo diese liegen. Hauptsache, ich komme halt schnell dran. Das ist, glaube ich, das, was sich auch so ein bisschen ja, gewandelt hat in den letzten Jahren.
und wo sich natürlich auch viele IT-Abteilungen gerade in so einem Wandel befinden, ne? Dass sie halt verstärkt auf solche gehosteten Umgebungen setzen, aber die müssen halt eben auch noch sexy aussehen. Ja, also wie ich höre, geht das ja spannend bei euch weiter. Jens, erstmal herzlichen Dank für die tiefen Einblicke Sehr gerne. in eure Sehr gerne. End-User-Device-Lösung. Wenn man mich ja immer wieder fragt, was dann eigentlich für dich so ein sexy Desktop, ja, dann sage ich, das ist natürlich nicht nur das, ja, die Optik, also nicht nur der Look, ja, sondern ist es natürlich auch irgendwie das Feeling, also der Look and Feel heißt das ja. Wie fühlt sich die Umgebung an? Und was wir halt immer wieder realisieren, das sind halt, dass wir nicht nur eine schön aussehende Umgebung haben, sondern eben auch eine hochperformante Umgebung. Also geht es halt uns primär darum, dass wir halt auch kurze An-Abmeldezeiten haben, dass wir eine hohe App-Performance haben, damit der Anwender dann natürlich sagt, na okay, das sieht halt nicht nur gut aus, sondern es ist auch extrem performant, teilweise sogar performanter als irgendwelche Fat-Clients. Und ja, letztendlich, wenn ich das jetzt alles noch packe in so ein zentrales Management, wie in dem Fall ja mit der OMS realisiert, ist das halt ein Gesamtpaket, was man halt sehr gerne ausrollt. Und ja, wie ich merke, Jens, macht es euch richtig Spaß mit der Umgebung. Und das ist natürlich so am Ende von so einem Projekt letztendlich noch so ein kleines Bonbon, ja, dass man auch sagen kann, cool, das ist halt nicht nur technisch cool umgesetzt, es sieht auch noch cool aus. Und man hat natürlich am Ende auch noch zufriedene Admins, unzufriedene Endanwender. Ja, danke schön noch einmal und ja, damit gebe ich zurück an Markus. Ja, vielen Dank euch beiden, insbesondere dir, Jens. Vielen Dank mal ja, für diese ausführlichen Schilderungen aus Kundensicht. Das ganze Thema, was bei Start NRW gemeinsam mit uns umgesetzt wurde, finden wir auch in einer Case Study wieder, die wir zusammen mit Igel gemacht haben. Die können Sie natürlich im Nachgang sehr gerne nachlesen. Ja, also ich fand es jetzt besonders mal spannend. Ich bin ja, sage ich mal, als Vertriebsmitarbeiter bin ich ja eindeutig der Seite des Users zuzuordnen und nicht der IT-Abteilung. Und ich freue mich einfach tierisch darüber, dass wir ja, mittlerweile in Zeiten leben, wo diese Seite immer relevanter wird und wo ich mich einfach abgeholt fühle. Und ja, das macht großen Spaß dann. So, zum Abschluss würde ich noch ganz gerne auf ein vorhin angesprochenes Thema eingehen, denn ich hatte vorhin schon angekündigt und der Jens Zübner hat ja auch geschildert, was in der Praxis bedeutet, und zwar der Wechsel auf Eagle OS 11. Wir haben natürlich draußen in den Büros stehen ganz, ganz viele Eagle noch, die alle OS 10 oder älter haben, aber wie ich anfangs schon erwähnte, ist es einfach strategisch extrem wichtig, diesen Schritt jetzt zu machen. Ich weiß, dass dies immer natürlich mit kaufmännischen Bedenken verbunden ist. Brauche ich das? Sind die Features für mich? Warum Maintenance etc.? Alles wichtig. Aber ich denke, in den letzten Wochen haben wir alle gelernt, wie wichtig es ist, flexible Endpunkte zu haben. Und hier setzt Eagle die ganze Entwicklung rein. Es wird weiter massiv investiert in OS 11, um eben diese Use Cases, die noch kommen werden, ja, abzubilden. Es gibt eine aktuelle Promotion. Die Promotion bedeutet im Prinzip nichts anderes, dass Sie die Möglichkeit bekommen, als Eagle Bestandskunde auf die OS 11 Version zu gehen. Diese Promotion heißt in dem Fall, dass Sie eine Maintenance erwerben und dann einen Lizenzkey, einen Delivery Token für OS 11 zur Verfügung gestellt bekommen. Vor der Promotion und nach der Promotion wird es auch wieder so sein, dass das MMCP extra lizenziert werden muss. Es muss eine Migrationslizenz erworben werden und die Maintenance dazu. Aktuell ist es so, Sie schließen 3 oder 5 Jahre Maintenance ab und können dann von OS 11 profitieren. Ganz wichtig, aber und dieser Prozess ist wirklich sehr wichtig. Wir brauchen, um das Ganze, um Ihre Bestandsbasis prüfen zu können, brauchen wir einen UMS-Export, eine View, wo möglichst viele Informationen drinstehen über die vorhandene Basis. Das bedeutet, welche Hardware ist drunter, welches Eagle-Betriebssystem ist drauf, welche MAC-Adresse etc. Da helfen wir natürlich gerne bei. Unsere Consultants sind fit darin, mit Ihnen diesen UMS Export zu machen.
Diesen prüfen wir, weil es ist natürlich entscheidend, ob die Hardware unten drunter auch OS 11 ready ist. In den meisten Fällen ist es das. Sollte das mal nicht der Fall sein, dann finden wir sicherlich gemeinsam einen Weg, wie wir da weiterkommen. Und aufgrund dieser Prüfung gibt es dann von uns ein Angebot für diese Migration. Also sprechen Sie uns bitte einfach an. Wir helfen Ihnen dabei. Und dann können wir gemeinsam diesen Weg gehen. Und hier auch nochmal ganz klar, haben Sie Interesse daran, wollen Sie mehr wissen, wollen Sie beraten werden in dem Bereich, einfach eine Mail an igel@kis.com. Wir werden uns melden bei Ihnen dann und dann können wir gemeinsam die nächsten Schritte gehen. Ja, also von meiner Seite aus, vielen, vielen Dank. Wir sind ganz gut im Zeitrahmen geblieben. Danke Jens auf jeden Fall, danke Sven. Mir hat Spaß gemacht. Ich hoffe, dass es auch den Teilnehmern Spaß gemacht haben und dass alle etwas mitnehmen konnten. Zum Nachlesen gibt es die ganze Story. Und von daher würde ich jetzt sagen, auf Wiedersehen. Und ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Und ich hoffe noch mehr, dass Sie ein bisschen was mitnehmen konnten. Und von daher würden wir uns jetzt einfach verabschieden. Auf Wiedersehen Jens, auf Wiedersehen Sven. Vielleicht von euch auch noch ein kurzes Abschiedswort. Und dann ja, gehen wir wieder in unseren Arbeitsalltag zurück für heute. Ja, ich verabschiede mich auch. Danke natürlich auch nochmal an Jens. Danke Markus für die tolle Vorarbeit und danke an das Team dahinter. Ja, und an alle Teilnehmer, die natürlich mit dabei waren, auch einen herzlichen Dank für das Interesse und bleiben Sie gesund in der Zeit. Ja, auch von mir vielen Dank für die Teilnahme. Vielen Dank auch an Markus und an Sven, dass ich teilnehmen durfte, um mal die Start NRW so ein bisschen zu präsentieren. Ja, und es hat mir Spaß gemacht. Vielen Dank. Alles klar. Dann allen einen schönen Tag. Tschüss. Wir lassen die Konsole noch einen kleinen Moment auf, wenn Sie noch Fragen stellen wollen über die Konsole. Ansonsten nutzen Sie den Mailweg. Ich schalte uns stumm. Und sobald alle abgemeldet sind, werden wir das GoToMeeting schließen.